Habe ich etwa vergessen, wie gut ein Google Pixel sein kann? Nach 24 Stunden bekommt ihr meinen ersten Eindruck zum Google Pixel 8 Pro. Wie es sich im Alltag geschlagen hat, das erfährst du in diesem Video. Und falls du Lust hast, das Google Pixel 8 Pro zu gewinnen, dann check dieses Gewinnspiel, denn dort kannst du es gewinnen. Oder du kannst ein iPhone 15 Pro gewinnen. Alle Links unten in der Videobeschreibung. Mein Name ist Oliver, willkommen auf dem Smart Home Blogger Kanal. Damit willkommen zurück. Cool, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe es, das Google Pixel 8 Pro. Und beim Auspacken war es schon um mich geschehen. Ich bin maximalst hyped. Dabei hat sich ja eigentlich gar nicht so viel getan im Vergleich zum Vorgänger. Doch es gibt so viele Dinge, die mir jetzt schon gut gefallen. Und das nach einem Tag Nutzung. Ich möchte keine Zeit verlieren und würde sagen, los geht's. Das Google Pixel 8 Pro ist ein absoluter Handschmeichler. 213 Gramm, die mir persönlich wesentlich leichter vorkommen. Und das Coolste daran, durch die abgerundeten Kanten ist es extrem weich und angenehm in der Hand. Genau das habe ich mir auch erhofft in den Videos, die ich vorher zu diesem Smartphone gemacht habe, dass es ein absolutes, ja, Handsex-Ding ist. Darf man das überhaupt sagen? Egal. Ihr bekommt ein 6,7 Zoll großes LTPO-Display und QHD-Plus-Auflösung. Das könnt ihr einstellen. Auch die Bildwiederholrate bis hin zu 120 Hertz. Alles top. Aber was ich jetzt schon festgestellt habe, ist die Display-Helligkeit. Denn ihr erkennt es schon bei meinen Aufnahmen, das Display ist immer perfekt hell. Und das, egal wie sehr die Sonne darauf geschienen hat. Und genau das möchte ich bei einem Smartphone. Das habe ich so ehrlich gesagt bei fast noch keinem Smartphone da draußen erlebt. Und dass die Kanten nicht mehr abgerundet sind beim Display, das gefällt mir auch extrem gut. Trotzdem ist es ein hochwertiges Smartphone. Denn das denkt man ja oft, dass nur ein Smartphone, das abgerundete Displayränder hat, hochwertig ist. Nein, das Google Pixel 8 Pro fühlt sich durch und durch hochwertig an. Und dazu habe ich das Ganze in dieser Farbe Bay, also dieses Blaue. Oh mein Gott, auch das extrem cool. Ich möchte gar keinen Case drum machen. Ihr merkt, der Hype ist schon bei mir angekommen. Und dann ist vielleicht, ja, der große Elefant im Raum, wie schlägt sich der Google Tensor G3 Chip? Bei mir überraschenderweise während des Einrichtens keine Erwärmung. Auch in den ersten Nutzungen keine Erwärmung. Und das ist mega cool, denn davor hatte ich ehrlich gesagt ein bisschen Angst. Es kann natürlich sein, dass im Laufe der Wochen, während ich dieses Smartphone hier auf dem Kanal für euch teste, zu diesem Problem es kommen kann. Aber gar kein Problem für mich. Denn ich möchte das ja testen. Und falls ihr generell Fragen habt zum Google Pixel 8 Pro im Alltag, schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Dann kann ich gerne in den weiteren Videos darauf eingehen. Und damit ihr kein Video verpasst, abonniert gerne meinen Kanal, setzt die Glocke, dann verpasst ihr nichts mehr. Machen wir weiter mit der Kamera. Und auf der Rückseite hat sich ja soweit nichts verändert. Der Kamerabalken ist geblieben. Man hat jetzt alle Linsen gemeinsam eingefasst. Und wenn man mal näher hinschaut, fällt einem diese riesige Linse in der Mitte auf. Und dann habe ich so an andere Smartphones gedacht, an die Xiaomi Ultra Modelle mit diesem riesen Kamerahügel. Und hier hat man auch eine extrem große Linse, auch wenn es kein 1 Zoll Sensor ist, aber es ist schon sehr markant. Es fällt nicht auf, aber dadurch bekommt ihr extrem viel Fotoqualität. Und das habe ich hier schon in den Bildern für euch zu sehen. 50 Megapixel Hauptkamera, 48 Megapixel Telefotokamera mit diesem 5-fach optischen Zoom und dann bis hin zu diesem 30-fachen Zoom. Das Schöne daran, die Fotoqualität ist weiterhin gestochen scharf. Dann nochmal 48 Megapixel Ultraweitwinkelkamera, die Aufnahmen gefallen mir auch sehr gut. Ich muss mich ehrlich gesagt noch ein bisschen an das Menü gewöhnen, denn ihr müsst vorab einstellen, ob ihr Fotos oder Videos machen möchtet und dann im Reiter danach könnt ihr alles weiter dann noch einstellen. Für mich noch ein bisschen Gewöhnungssache, aber wenn man sich dran gewöhnt hat, ist es echt top, denn ihr seid direkt in den Funktionen soweit drin. Wie gesagt, Zoom toll, die Foto- bzw. die Videofunktion hier mit 4K 30 FPS auch echt gelungen. Porträtfotos auch hier in dem Fall von meinem Hund auch echt toll. Also alles in allem merkt man direkt, hey, Google, ihr liefert das, was man sich von einem Smartphone erwartet. Die KI-Spielereien, auf die werde ich noch in weiteren Videos eingehen, denn hier möchte ich mir natürlich ein paar Samples holen, Leute fotografieren, dann diesen Pic-Swap machen, auch Dinge verschwinden lassen, daran arbeite ich jetzt gerade auch schon. Also ihr merkt, da tut sich so viel und es ist einfach toll, mit diesem Smartphone zu arbeiten. Kommen wir dann zum Akku und hier muss ich sagen, hatte ich so gut wie noch keinen Verschleiß und das während des Einrichtens. Ich bin mit 70% gestartet und hatte jetzt nach einem Tag noch 25%. Also die Akkuausnutzung trotz Einrichten scheint hier im Moment echt perfekt zu sein. Das Thema Charging ist natürlich allgegenwärtig. Hier hätte ich gerne mehr, aber was ich mir schon vorgenommen habe, auf der Rückseite könnt ihr mit dem Magnetring, den ich euch
unten in der Videobeschreibung verlinke, euer Google Pixel MagSafe kompatibel machen. Heißt, ich kann trotzdem meine Batterie dran machen, das Ganze laden. Also dadurch bekommt ihr diesen MagSafe Standard. Ich würde euch das auch empfehlen. Link dazu unten in der Videobeschreibung. Nein, dafür wurde ich nicht bezahlt, denn ich nutze das Ganze wirklich so. Echt cool, also macht extrem viel Spaß. Alles in allem liegt das Google Pixel 8 Pro auch toll in der Hand, denn der Vorteil liegt darin, dass der Kamerahügel genau so ist, dass ihr mit dem Finger drunter greifen könnt. Und das habe ich ja schon in den Vorgängermodellen immer wieder positiv hervorgehoben, dass es schön ist, dass es dadurch noch mal griffiger ist. Trotzdem ist es natürlich ein bisschen rutschig insgesamt, das kann ich euch nicht schönreden, aber wenn ihr euch ein Case holt, dazu habe ich auch noch welche unten verlinkt, dann bitte transparent, zeigt diese Farben. Also Google hat hier echt tolle Arbeit geleistet. Nach 24 Stunden kommt für mich noch so ein bisschen die Frage auf, würde ich dieses Smartphone dann 7 Jahre nutzen, denn so lange gibt es den Update-Support. Für mich persönlich nicht, das liegt aber daran, dass ich teste und ich glaube auch, dass bei den meisten da draußen nach 4-5 Jahren Schluss sein wird, denn der Akku muss das Ganze auch aushalten, aber das sind natürlich perspektivische Dinge, über die ich mir trotzdem jetzt Gedanken mache, denn dieses Smartphone kostet 1.100 Euro, das ist eine gute Stange Geld, da müssen wir uns nicht selbst belügen, zurzeit gibt es aber noch die Uhr mit dazu und diese Kombination zusammen auch echt toll gelungen, also da muss man sagen, damit holt man viele Leute ab, trotzdem tut es mir noch ein bisschen innerlich weh, da man ja hier 200 Euro aufgeschlagen hat im Vergleich zum Google Pixel 8 Pro. Und ja, es ist halt am Ende ein Google Pixel. Aber das Problem ist, sie haben hier jetzt echt tolle Soft- und Hardware mit am Start. Und ich glaube, am Ende vom Tag ist dieser Preis gerechtfertigt. So fühlt es sich für mich im Moment zumindest an. Da ihr, wie gesagt, das Smartphone so lange nutzen könnt, es fühlt sich hochwertig an, die Software funktioniert, keine Bugs. Also Google hat mich hier echt abgeholt und ich freue mich darauf, schon nach einer Woche euch mein Fazit zu geben, wie sich dieses Smartphone geschlagen hat. Ich freue mich auf eure Kommentare, eure Fragen, den Austausch mit euch. Ganz wichtig, bleibt fair und bleibt gesund. Macht's gut, bis demnächst, euer Smartphone-Blogger.